Der globale CO2-Kreislauf steht im Vordergrund politischer Diskussionen im Moment. Es geht darum, sich zu überlegen, kann man die Treibhausgase, insbesondere stellvertretend CO2, reduzieren? Und dann möchte man auch gerne wissen, wo geht das CO2 denn hin, was aus den Kraftwerken, Autos und anderweitig neu im System ist. Und es stellt sich heraus, dass der Ozean eine der langfristigen Senken ist. Man nimmt ungefähr an, dass die Hälfte des vom Menschen zusätzlich erzeugten CO2 mittlerweile schon im Ozean angekommen ist. Ist sozusagen ein Abnehmer, eine Lagerstätte des von uns extra in die Atmosphäre gepumpten oder rausgestoßenen CO2s. Das macht der Ozean auf verschiedene Art und Weisen. Der größte Mechanismus besteht darin, dass sich in der Oberfläche CO2 löst. Durch Absinkbewegung, kälter, dichter werdendes Wasser, wird das dann in größere Tiefen gebracht und kann das ganze Reservoir, die obersten 3 Kilometer des Ozeans, ausnutzen als Speicherstätte für das CO2. Es gibt einen zweiten Mechanismus, mit dem der Ozean CO2 aufnehmen kann. Das hat mit der Biologie zu tun. Dort wird bei der Produktion, wenn also sich Phytoplankton und Zooplankton, Lebewesen, Kleinstlebewesen im Ozean bilden, die nehmen CO2 auf und speichern das in ihren Organismen und Schalen. Diese, wenn die Organismen gestorben sind, sinken in große Tiefe und können partikulären, also Kohlenstoffpartikel, in die Tiefe regnen. Wenn man sich heute fragt, welche Veränderungen man im Ozean schon sehen kann, zum Beispiel durch den Klimawandel, dann ist es an mehreren Stellen möglich. Ich würde sagen, das sicherste Indiz sind Oberflächentemperaturen und der Meeresspiegel. Im Klimawandel sind wir durchaus heute in der Lage, schon abzuschätzen, dass die Strömungen sich verändern werden. Der Ozean wird wärmer, wird allein von daher schon weniger CO2 aufnehmen. Und wir haben die Sorge, wenn man so will, oder die wissenschaftliche Hypothese, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Ozean in der Zukunft nicht mehr dieselbe Menge von CO2 aufnehmen kann, wie es bis jetzt getan hat, durch die sogenannte Löslichkeitspumpe. Durch diesen Effekt, CO2 löst sich, wird durch die Strömung in die Tiefe gebracht.